Wir machen bei Bits und Bäume mit, weil ich es schlicht für eine Notwendigkeit halte und auch andere Mitstreiter beim Chaos Computer Club, sich mit diesen Nachhaltigkeitsfragen auch aus technischer Perspektive zu beschäftigen. Wir reden viel über Reparieren, über Zugang zu technischen Systemen und da sind diese Nachhaltigkeitsfragen eigentlich naheliegend. Na, zum einen interessiert uns die Langlebigkeit von Produkten und schon länger diese geplante Obsoleszenz, also ob jemand technisch mit Absicht versucht, die ja, Lebensleistung eines Produkts, eines elektronischen Produkts zu reduzieren. Aber es ist auch sicherlich ein technisches Interesse, wie man Produkte so bauen kann, dass sie länger halten, dass man sie länger in Benutzung haben kann, aber dass man sie auch anpassen kann an die Bedürfnisse, die man selber hat. Sicherlich haben in den letzten Jahren viele Menschen in schneller Folge technische Geräte gekauft und haben sie oft nur ein, zwei Jahre oder noch kürzer in Besitz. Und wir setzen uns schon dafür ein, dass man Geräte auch länger benutzt, dass man über Recyclingfragen nachdenkt, dass man über die Frage, welche Rohstoffe in diesen elektronischen Geräten verbaut werden, nachdenkt. Da gibt es ja eine Menge Initiativen und dass wir uns jetzt zusammentun wollen mit anderen Initiativen, die sich eher mit Umwelt- und Ökologiefragen auseinandersetzen, war für uns besonders wichtig. Der Digitalrat der Bundesregierung hat sich ja gerade erst konstituiert. Da sind ja noch keine Arbeitsergebnisse zu sehen. Wir wissen aber, welche Mitglieder darin sind. Bisher ist nicht klar, ob auch Nachhaltigkeitsfragen oder generell technische Fragen, die sich mit Umwelt- oder Ökologiefragen verbinden, überhaupt behandelt werden. Bisher hat die Bundesregierung ja eher so den Willen gezeigt, die ganze Digitalisierung als wirtschaftliches Problem zu betrachten. Aber wenn man sich die Zusammensetzung ansieht, könnte natürlich sein, dass da auch Nachhaltigkeitsfragen behandelt werden. Wir hoffen darauf. Es wäre aber auch überraschend. Im Chaos Computer Club ist schon lange sehr viel Opposition gegen Softwarepatente aus ganz grundsätzlichen Gründen. Nämlich, ob man eine Software, also einen Ablauf von Befehlen in einem Computerprogramm patentieren lassen soll, wollten wir schon lange verhindern. Als es kam und einige Kontinente erlauben mehr Softwarepatente, haben wir uns dagegen gewehrt. Generell setzen wir uns aber auch für freie Software ein, die so gestaltet ist, dass man sich den Quellcode der Software selber ansehen kann und wo keine Softwarepatente drauf sind.